1:1 Schlussresultat hier in der Swisspor Arena zwischen dem FCL und dem FC Thun. Und bei mir ist jetzt der Goalie vom FCL, der Dave Zibung. Ja, Dave, zuerst natürlich die grosse Frage, wie ist es gegangen mit deiner Verletzung heute spielen? Ja, tipptopp eigentlich. Ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag überhaupt keine Beschwerden gehabt und auch heute im Spiel nicht. Ich konnte mich absolut auf meine Aufgaben konzentrieren und es hat mich überhaupt auch nicht behindert. Das Spiel ist für euch gelaufen, sind 1:0 in Führung gegangen. Wie hast du das Spiel miterlebt? Ja, es war ein zähes Spiel, aber es ist genau eigentlich so abgelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Gleich können in Führung gehen und haben es dann leider verpasst, das zweite Goal zu machen, weil ich denke, dass das die Entscheidung gewesen wäre. Und so ist Thun immer dran geblieben, haben auch die ein oder andere Chance gehabt, sind immer gefährlich geblieben. Und so alles in allem sind wir sicher nicht zufrieden mit dem einen Punkt. Aber das müssen wir jetzt akzeptieren. Jetzt können wir uns ein bisschen erholen und nächstes Wochenende in Zürich, wenn wir das, was wir heute verpasst haben, probieren auswärts gut zu machen. Es wurde noch schnell zum Gegengol. Du hast noch die linke Hand dran gehabt. Bist du noch knapp dran gewesen? Ja, ich war knapp dran gewesen, aber es bringt leider nichts. Ich habe ihn einfach optimal getroffen und muss mal halt auch mal gratulieren, wenn ein Spieler so gut trifft. Okay, merci David Zibung. Und das also das Verdikt. Der FCL und Thun trennen sich hier in der Swisspor Arena 1:1 unentschieden.